Den meisten unter uns ist vermutlich die folgende Problematik bereits bekannt. Falls nicht, demonstriere ich die Problematik kurz. Achtung. Mein Geburtstagspartyhörnchen ist kaputt. Es macht keinen Ton. Falls du mein letztes Video gesehen hast, ist dir die Lösung für diese Problematik vermutlich auch schon bekannt. Für all diejenigen, die mein letztes Video verpasst haben, möchte ich kurz hier die Lösung nochmal demonstrieren. Achtung! Ein kleiner Audiotrick. Danke an Epidemic Sound. Ohne diesen Audiotrick wäre mein Partyhörnchengeräusch nicht möglich gewesen. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier an meinem Geburtstagstisch. Heute ist mein Geburtstag und ich freue mich sehr, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid und heute hier seid mit mir. Es schaut ein bisschen so aus, als wolle ich einen Kuchen backen, habe mir hier schon mal ein bisschen Backpapier hingelegt und ich habe mir gedacht, wenn ich Gäste kriege, dann brauche ich auch Servietten. Wisst ihr so, ne? Das mit dem Kuchen könnte noch etwas problematisch werden, vielleicht sogar problematischer als dieses Gerät hier. Nichtsdestotrotz möchte ich heute gerne etwas mit Servietten machen. Ihr habt richtig gehört. Luise macht was mit Servietten. So. Und damit möchte ich den zweiten Punkt von meiner Junk Journal Löffelliste abarbeiten, sozusagen, beziehungsweise in Angriff nehmen. Falls du nicht weißt, was eine Junk Journal Löffelliste ist, kannst du entweder kurz zuhören, ich erkläre das kurz in Kurzform, oder du kannst dir mein letztes Video angucken, das von vorgestern. Falls heute für dich der 4. Februar 2024 ist, ist das das Video von vorgestern. Falls es jetzt schon später ist, weil du dieses Video nicht sofort schaust, nachdem ich es veröffentlicht habe, dann findest du unten in der Infobox eine Playlist, wo das letzte Video drin ist und auch alle anderen, die dann schon gefolgt sind, falls du jetzt hier irgendwie, sagen wir mal, zurück aus der Zukunft gekommen bist. Verstehst du, was ich meine? Eine Junk Journal Löffelliste. Was ist das eigentlich? Ich habe mir gedacht, anlässlich meines heutigen Geburtstages, ich möchte gerne den Monat Februar nutzen, um Dinge, die ich schon immer einmal tun wollte, zu tun. Und zwar in Bezug auf Junk Journaling. Es gibt so viele Dinge, die man irgendwo rumliegen hat. Bei mir sind das heute eben, wie gesagt, diese Servietten. Und wo man sich denkt, Mensch, schon mal, da habe ich mal was Tolles gesehen, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Und dann kommt man aus Zeit oder anderen Gründen einfach nicht dazu, das zu machen. Vielleicht hat man auch manchmal nicht so Lust, irgendwas zu machen oder vielleicht erscheint manches auch ein bisschen zu kompliziert oder so. Und genau dafür möchte ich diesen Monat nutzen, das ist auch ein bisschen so ein kleines bisschen so ein egoistischer Beweggrund, denn ihr könnt euch vorstellen, dadurch, dass ich YouTube-Videos mache, habe ich recht wenig bis gar keine Zeit, um irgendwas, sagen wir mal, privat alleine für mich zu basteln. Wenn ich bastle, dann läuft da oben die Kamera und ihr kriegt das alles mit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mal so ein paar Sachen aufholen, die mir ein Bedürfnis sind zu tun. Und genau dafür ist dieses gedacht. Und es ist natürlich selbstverständlich auch gedacht, dass du dabei mitmachen kannst. Das heißt, wenn du jetzt heute dir denkst, Mensch, ich habe auch Servietten und das, was die da macht, das gefällt mir gut, dann machst du einfach mit. Wenn du das möchtest. Oder du denkst dir vielleicht, Mensch, nochmal Servietten, das ist ja überhaupt gar nicht meins und ich habe auch gar keine. Dann kannst du dir selbstverständlich auch etwas anderes auf deinen Tisch heute holen und einfach mir hier zuhören und vielleicht mir das hier angucken. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du einfach hier bist. Denn, boah, Entschuldigung, das hier ist auch gedacht als, sagen wir mal, gemeinsam Bastelzeit, ja, so, auch wenn du nicht genau das gleiche machen kannst, weil du nicht die gleichen Materialien hast wie ich, dann hast du aber vielleicht Spaß dran, dieses Video laufen zu lassen und währenddessen was anderes zu machen. So, was habe ich hier getan? Ich habe mir aus meiner Schublade mit Servietten und ganz ehrlich, da sind voll viele Servietten drin. Die allermeisten habe ich von ganz, ganz lieben Zuschauern geschenkt bekommen und habe ich mir jetzt mal ein paar ausgewählt. Manche sind ein bisschen kleineres Format, manche sind ein bisschen größeres Format, aber ich denke, das macht überhaupt nichts. Und was ich gerne machen möchte, und ich habe das tatsächlich ein, zwei, viermal schon ausprobiert, und das war aber irgendwie so, es ist dann aus meinem Hirn wieder verschwunden. Ich möchte so ein falsches, ich glaube, das nennt man Reispapier, machen, aus Serviettenlagen sozusagen. Also das besteht aus der obersten beschichteten Lage einer Serviette und das ist einfach mit Kleber und ein bisschen Wasser vermischt gemacht und dann hat man hinterher sowas, was so richtig stabil ist.
Ich hatte das hier schon mal gemacht und das hat mir auch recht gut gefallen. Und dann habe ich das irgendwie da in meiner Schublade gelassen und habe das irgendwie vergessen. Frag mich nicht warum. Das hier zum Beispiel finde ich besonders schön. Ich muss das, Entschuldigung, ich muss das mal kurz ausfalten. Unter meiner Kamera ist so wenig Platz. Ich finde das insbesondere schön, wenn das so ein bisschen geknüdelt ist, weil zum Beispiel diesen Schmetterling, den könnte man jetzt ganz einfach ausschneiden, was ja bei einer unbehandelten Serviette nicht unbedingt so einfach ist, so ein Schmetterling auszuschneiden. Ihr wisst, das ist ziemlich fluderiges Zeug, aber das ist mega stabil und ich möchte heute verschiedene Sachen probieren, was man dann später damit machen kann, beziehungsweise während dieses Prozesses damit machen kann. Eine Sache habe ich schon gemacht damals, als ich das ausprobiert habe, und zwar, glaubt es oder nicht, ich habe da ein bisschen Glitzer drauf geworfen. Hier sieht man das nicht ganz so stark, aber bei diesen Kirschblüten, das sind doch hier so Kirschblüten, ja genau, habe ich ein bisschen mehr genommen. Guck mal, das schaut, finde ich, richtig schön aus und gerade bei diesem Motiv finde ich das ganz, ganz zauberhaft. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Glitzertyp bin. Aber ich finde, wenn man das nicht übertreibt, also da bei dem anderen habe ich es ein bisschen übertrieben. Hier, wobei ich es aber auch schön finde, aber hier habe ich das nicht so übertrieben. Könnt ihr das sehen? Da habe ich nur so ein ganz bisschen drauf gemacht. Und das bleibt dann daran haften und das ist dann auch permanent da drauf. Eine andere Idee habe ich noch bekommen, die werde ich aber heute nicht umsetzen, weil ich das, was man dafür braucht, selber nicht habe. Zumindest nicht in so kleiner Form. Das hier habe ich mal in einem Happy Mail bekommen. Und wie ihr seht, sind hier so Blättchen eingearbeitet. Aber vielleicht habt ihr so Blätter und vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren, so getrocknete Blätter von Pflanzen oder so, damit einzuarbeiten. Hier müsstet ihr dann natürlich die weiße Schicht von so einer Serviette nehmen, damit das schön aussieht. Weil ich denke mal, wenn man so Blätter nimmt und tut das auf so eine bedruckte Lage von so einer Serviette, dann schaut das wahrscheinlich nicht so schön aus. Aber das kann man natürlich alles ausprobieren. So. Was brauchen wir dafür? Servietten natürlich. Ach so, und was ich auch noch ausprobieren möchte, ist, das gleich auf so Karten zu kleben. Ich habe hier ein paar so Dinger, die hatte ich mir einfach mal auf so eine Größe hier geschnitten, wo ich gedacht habe, das könnte eine gute Größe für einen Tag oder eine Journaling-Karte sein. Und das ist auch schon ewig in meinem Vorrat. Nicht ganz so lange wie dieses Serviettenprojekt, aber schon einige Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal sowas Kaffeegefärbtes. Diese hier, die seht ihr, da sind auch so Kaffeeränder und sowas. Und da habe ich gedacht, was so unbehandelt ist, meine ich. Und da habe ich gedacht, das könnte man vielleicht da mal so draufkleben. Ja, so. Und deswegen machen wir das mal. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal einen Kleber, der sich irgendwie dafür eignet. So, und jetzt habe ich mir da mal verschiedenste Dinge überlegt, beziehungsweise auch habe ich mir schon mal so ein paar YouTube-Videos angeguckt, ne? Vor langer Zeit. Keine Ahnung von wem, aber vor langer Zeit. Aus den besagten YouTube-Videos geht hervor, man braucht ein Gefäß, wo man sich das anrühren kann und einen Kleber, den man mit Wasser vermischen kann und der dann später transparent trocknet. Ich möchte jetzt hier den Junk Journal Kleber von Funkelkram dafür benutzen. Fragt mich jetzt nicht, wie viel man da braucht. Wahrscheinlich viel. Weil, also ich mache jetzt ein bisschen mehr, vermutlich mehr, als ich brauche. Wisst ihr was, wenn ihr euch das macht, macht euch das in Schraubglas. Schraubdeckelglas fällt mir gerade auf, das wäre ja viel schlauer, das zu machen. Oder wenn ihr vielleicht eine leere Kleberdose habt, dann gerade diese hier, die ist ja recht groß, dann könntet ihr euch vielleicht das direkt hier reinfüllen und euch das dann beschriften, dass es verdünnt ist. Das wäre viel schlauer. Macht das bitte. Ja. So, das, wisst ihr? Vielleicht hätte ich einen Schnaps vorher trinken sollen. Dann soll man da Wasser reinmachen. Ich würde sagen, das ist jetzt so Hälfte, Hälfte ungefähr. Gucken wir mal, wie dünnflüssig das wird. Ich möchte jetzt hier das wirklich richtig flüssig machen, weil ich denke, dass das durchaus ausreicht. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so wie Milch. Ich glaube, ich nehme sogar noch ein bisschen mehr Wasser, weil ich möchte mir auch den Kleber nicht verschwenden. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ist natürlich wie bei allen Sachen. Da muss man vielleicht auch das Mischverhältnis so ein bisschen ausprobieren. Das kommt sicherlich auch auf den Kleber an, den ihr dafür verwendet. So, das stelle ich mir mal kurz hier beiseite. Und jetzt nehme ich mir mal hier meine erste Serviette und guck mal, wie die hier überhaupt beschaffen ist. War vermutlich so wie jede andere Serviette auch. Hier oben drauf ist die bedruckte Schicht und darunter ist dann weiß. Und das möchte ich jetzt erstmal voneinander trennen. Und das muss man für diese Technik auch. Man darf dafür nur eine so eine Lage nehmen,
weil, also ich habe das irgendwo gesehen, es hat jemand, irgendjemand hat das ausprobiert, mehrere Lagen zu nehmen, also die Serviette quasi einfach so zu lassen. Und das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert. Das kann man sich aber auch leicht erklären, warum das nicht so gut funktioniert hat. Denn das Ergebnis, was wir später erhalten werden, das ist ein kleines bisschen durchscheinend. Das heißt also, wenn ich jetzt die ganze Serviette nehmen würde, dann würde das Weiße von dieser Serviette, das sind jetzt diese zwei Stücke hier, vermutlich dafür sorgen, dass das nicht mehr durchscheinend ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe das jetzt mir hier so auf den Tisch gelegt. Da auf der Seite ist das Ende von der Rolle von meinem Backpapier, sodass ich das gleich hier abschneiden und dann einzeln irgendwo hinlegen kann zum Trocknen. Und jetzt nehme ich mir hier einfach mein Klebergemisch und streiche das vorsichtig hier drauf. Dabei halte ich das hier mit meiner linken Hand fest und streiche das dann von innen nach außen so. Dabei merkt man schon, dass die Serviette sich ein kleines bisschen so grumpelt und so kleine Falten wirft. Das finde ich persönlich ganz schön. Und hilfreich ist es, wenn man jetzt da schon nass hat, dass man dann hier auf der linken Seite wieder festhält und dann einfach so vorsichtig darüber streicht. Ich drücke fast gar nicht mit dem Pinsel auf. Ich sorge nur dafür, dass das hier so richtig schön durchtränkt ist. Und dann kann das da einziehen und dann kann man das lufttrocknen lassen. Und ihr seht schon, auch wenn hier so Pfützen am Anfang sind, die seht ihr, dass das richtig weiß ist, das zieht da richtig ein. Und wir benutzen ein Backpapier natürlich deshalb, dass wir das hinterher da wieder runterkriegen. Und dass wir das dann, ja, also quasi, ne, ohne dass es zerreißt, da wieder runterziehen können. Ganz wichtig dabei ist es, dass ihr achtet darauf, dass diese Kanten auch Kleber abkriegen, beziehungsweise dieses Kleberwassergemisch. Sollte das später da trocknen und ihr habt da so Brösel, also ne, da oben, wenn das trocknet, dann kann es sein, ihr kriegt da so eine durchsichtige Schicht. Das ist nicht so schlimm, das könnt ihr einfach abbrechen später, beziehungsweise mit einer Schere abschneiden. Aber wenn die Serviette da trocken bleibt, dann habt ihr das Problem, dass ihr die nicht runterziehen könnt, beziehungsweise reißt die euch dann schon gleich da ein. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so Sinn der Sache, das ist nicht das, was wir wollen. So, und mein Trick lautet, von der Rolle schneide ich mir jetzt einfach das hier ab, sodass ich jetzt hier schnell weglaufen und das auf meine Heizung legen kann zum Trocknen. Und vielleicht wundert man sich, wenn man meinen Kanal schon länger verfolgt, dass dieses Video hier heute so früh online gegangen ist. Normalerweise veröffentliche ich meine Videos abends um 18 Uhr. Allerdings heute habe ich um 18 Uhr keine Zeit und du auch nicht. Weil Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Ganz ehrlich, ich sitze hier und ich mache das hier. Und nein, das ist kein Zufall, dass ich jetzt diese Musik Serviette hier verwendet habe, während ich das hier erzähle. Ich bin so aufgeregt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Heute Abend um 6 Uhr möchte ich mich treffen mit euch auf einem Konzert. Und zwar hier auf YouTube, auf dem Konzert von Sascha Dehm. Der gibt heute Abend ein Wohnzimmerkonzert. Ich habe euch das im letzten Video schon erzählt. Und heute ist es soweit. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so viel geschlafen, weil ich mir gedacht habe die ganze Zeit, also entweder wird das voll der Flop so, ja, und die denken sich alle, was ist los? Was will die Frau von uns? Wir wollen uns das nicht anhören, das interessiert uns überhaupt nicht. Oder aber ihr seid halt einfach so geil drauf, wie ihr sonst im Rest des Jahres auch drauf seid und kommt dahin und das wird einfach geil so. Falls irgendjemand das nicht gesehen hat, das andere Video, und gar nicht weiß, worüber ich hier spreche, dann erkläre ich das nochmal kurz. Allerdings versuche ich nicht so emotional zu werden wie beim letzten Mal. Ihr könnt noch von Glück reden, wenn ihr das deutsche Video angeguckt habt am Freitag. Da habe ich nicht geheult. Zumindest nicht so, dass ihr das mitgekriegt habt. Im englischen Video ist es mir nicht gelungen. Ich lache jetzt darüber, weil ich einfach erleichtert bin, dass ich das in meinem englischen Video so habe sagen können. Weil diese Sache ist für mich eine sehr große Herzensangelegenheit und das ist für mich eine sehr emotionale Sache auch. Weil da Sachen passiert sind in meinem Leben letztes Jahr, die nicht unbedingt gerade so geil waren. Und wenn ihr das ganz genau wissen wollt, ich war ehrlich gesagt kurz davor zu sagen, ich kann kein YouTube mehr machen, weil ich da gewisse Probleme hatte. Und dann ist etwas passiert und
Daran ist maßgeblich der Sascha auch beteiligt gewesen, obwohl er das gar nicht gewusst hat in dem Moment, als das passiert ist. Und deshalb ist das ein sehr, er und seine Musik, ein sehr großer Bestandteil geworden von meinem, ich will nicht sagen, generell Leben, aber irgendwie schon, denn was ist das, was ich hier tue? Wenn ich auf YouTube hier irgendwas teile, dann ist das sehr viel von meinem Privatleben natürlich, weil, was mache ich hier? Also ich meine, ne, ich mache hier irgendwas und die Kamera läuft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sie verdient ja auch ihr Geld damit. Ja, das tut sie natürlich. Und ich bin auch auf die Werbeeinnahmen, die ich über YouTube generieren kann, angewiesen. Ansonsten könnte das hier nicht funktionieren. Dann müsste ich irgendwas anderes machen, jobmäßig. Insofern habt ihr natürlich recht, wenn ihr sagt, das ist hier auch ihr Job. Aber das hat einen sehr großen Einfluss, diese ganze Sache. Und deswegen liegt mir das sehr am Herzen. Und deswegen bin ich auch so aufgeregt, weil ich wissen will, ob ihr wirklich da heute Abend hinkommt. Und nicht nur, weil das für mich wichtig ist, also weil diese Musik für mich wichtig ist und auch die Zeit, die ich verbringe, auf TikTok seine Streams anzugucken und auch auf YouTube seine Wohnzimmerkonzerte anzugucken, einmal im Monat. Also auf TikTok ist das öfter. Nicht nur deswegen ist mir das wichtig, dass ihr da hinkommt, sondern natürlich auch, weil ich meinen Plan gerne verfolgen möchte, mit euch Zeit zu verbringen, weil sich einfach auch so viele Leute das gewünscht haben, dass wir mal, boah, Entschuldigung, dass wir mal irgendwo in unserer Freizeit irgendwo zusammen sein können. Und da das natürlich außerhalb von YouTube und außerhalb vom Internet sehr schwer nur möglich ist, deswegen denke ich mir, das ist doch vielleicht ganz toll. Und deswegen denke ich, hoffentlich kommt ihr alle dahin. Hallo, Schwarz-Weiß-Luise hier. Ich bin's. Ihr wisst, Schwarz-Weiß-Luise kommt immer dann, wenn die farbige Luise nicht hell sehen kann. Ja, das heißt also, wenn ich ein Video schneide, nämlich das Video, was ihr jetzt gerade hier anschaut, das den farbigen Teil des Videos, wenn ich das schneide, dann ist es ja in den allermeisten Fällen so, dass ich das schon vorher aufgenommen habe und oftmals auch diese Zeitverschiebung einfach stattfindet zwischen meiner Realität und eurer Realität. Das heißt also, wenn Schwarz-Weiß-Luise aufkreuzt, erzählt ihr euch irgendwas, was die in dem farbigen Teil des Videos noch nicht hat wissen und dementsprechend nicht hat sagen können. Ich möchte kurz ein paar Sekunden dieses Videos nutzen, um meine Freude auszudrücken über die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe unter dem Video von Freitag, bezüglich des Events, was heute Abend stattfinden wird. Ihr seid einfach so geil drauf. Das gibt's überhaupt gar nicht. Ich hoffe sehr, dass nicht Menschen in eurer näheren Umgebung zu sehr leiden müssen, weil ihr eure Pläne für heute Abend umgeschmissen habt. Ich hoffe auch, dass die angesprochene Bohnensuppe, wenn sie mal abgekühlt und wieder aufgewärmt ist, besser schmeckt als im Originalzustand. Dass nicht irgendwelche Menschen vereinsamt irgendwo sitzen müssen, um Bohnensuppe zu essen. Das war ein Highlight dieser Kommentare, die ihr da geschrieben habt. Und es ist nur ein Beispiel dafür, wie großartig ihr seid. Und dass ihr da irgendwie alles umschmeißt, nur dass wir das machen können. Ich finde das mega cool. Das wird definitiv einer der besten Geburtstage, die ich jemals in meinem Leben hatte. Das weiß ich jetzt schon. Und das habe ich euch zu verdanken und jedem Einzelnen da draußen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du auch da mitmachen möchtest, dass du auch dahin kommen möchtest. Und wenn du dir gerade denkst, ich habe überhaupt keine Zeit, habe kein schlechtes Gewissen, dann machen wir das beim nächsten Mal. Das war jetzt sehr spontan, das weiß ich. Und bitte fühl dich jetzt nicht irgendwie kritisiert oder so, wenn ich sage, ne, alle die da hinkommen, danke. Wenn du da nicht hinkommst, das ist ja deine freie Entscheidung so. Ja, und wenn du das doof findest, deswegen habe ich euch trotzdem alle lieb. Versteht ihr, was ich meine? Und ein weiterer Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist der folgende. Es haben mir einige Leute geschrieben, dass sie dankbar sind, dass ihr dankbar seid dafür, dass ich gesagt habe, dass ich Ende des letzten Jahres eine Blockade hatte, ein richtiges Problem hatte, weil es für manche von euch so aussieht offensichtlich, als wenn ich ständig im Flow wäre, als wenn mir ständig die Ideen so aus dem Ärmel geflogen kämen und alles für mich ganz leicht ist. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie in so eine komische Diskussion ausarten, weil ja, heute ist mein Geburtstag, ich will heute gute Laune haben und das sollt ihr auch. Aber das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt so sage. Ich koche auch nur mit Wasser. Ja, also bitte lasst euch nicht täuschen
von geschnittenen Videos, in denen ich euch etwas Positives vermitteln möchte, in denen ich natürlich gute Laune verbreiten möchte. Lasst euch dadurch nicht täuschen. Ich sitze hier auch und hadere mit mir selbst. Ich sitze hier auch und mir gefallen Sachen nicht, die ich mache. Und dann mache ich das nochmal neu. Das seht ihr nicht. Ich sitze hier manchmal auch und weine, weil irgendwelche Sachen mir nicht so gelingen, wie ich das möchte. Ich fluche, weil mein WLAN nicht funktioniert und ich Panik kriege, dass mein Video nicht rechtzeitig hochkommt. Das sind alles Sachen, die ihr nicht mitbekommt. Lasst euch davon bitte nicht täuschen. Ja? Was ich möchte, ist, dass ihr wisst, ich bin auch nur eine ganz normale Person. Ich koche nur mit Wasser und ich baste nur mit Papier. Und wenn ihr, und das betrifft vielleicht nur weniger, aber es ist mir wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr das auch von mir so in Auge hört, ja. Wenn ihr euch in einer solchen Blockade befindet, vielleicht ähnlich wie meine Blockade war, und ich sage nicht, dass jetzt alles hier so schon wieder so, wisst ihr, so auf so einem Nullstand ist und es geht alles bergauf. Ich habe immer noch Tage, wo ich mir denke, boah, geht alle weg. Papier, weiche von mir, ja, so. Das ist ein Prozess. Und ich möchte aber, dass ihr wisst, dass ich weiß, weil ich das schon jetzt erlebt habe, dass dieser Punkt, wo ihr da rauskommt aus dieser Blockade, irgendwann kommt. Und bitte, 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 wenn ihr mir sagt, Luise, du bist eine Inspiration für uns. Luise, ich gucke deine Videos, dann geht es mir später besser. Luise, das, was du da machst, hilft mir. Dann bitte vertrau mir auch in diesem Punkt, wenn ich dir sage, dieser Knackpunkt, wo du merkst, ach, jetzt geht's wieder leichter, jetzt komme ich da raus. Dieser Punkt kommt irgendwann. Dieser Punkt kommt irgendwann. Vertrau da bitte drauf. Egal wie schwer das ist, du musst darauf vertrauen und dann kommt er. Rede dir bitte nicht ein, boah, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Versuch positiv darüber zu denken und dann kommt dieser Punkt irgendwann. Und natürlich freue ich mich sehr auf die Kommentare, die dann vielleicht mal irgendwann kommen, wo ihr mir sagt, dass das geklappt hat. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich an euch glaube und ich weiß, dass das so ist. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich Gott. Das ist natürlich selbstverständlich nicht so. Ich weiß, dass das kommt. Weil meine Situation war so schlimm, dass ich gedacht habe, das war's jetzt. Und es ist trotzdem passiert und ich bin da trotzdem ein Stück weit jetzt schon wieder rausgekommen, sehr weit schon wieder rausgekommen und ich weiß, dass ich da irgendwann ganz raus sein werde und dann ist alles wieder ganz gut. Ja, jetzt ist es schon so medium gut und jetzt ist irgendwann ist es wieder ganz gut. Vertraut da bitte für euch selber drauf. Es wird passieren. Das wird passieren. Und was passiert als nächstes? Ich werde jetzt hier richtig coole Sachen aus diesen Servietten zaubern. Und vielleicht habt ihr da Bock drauf, das auch zu machen. Und dann sollten wir uns vielleicht auch schon mal so einen kleinen Sekt... Ich vertrage gar nicht so, wisst ihr? So ein bisschen Problem mit meiner Bauchspeicheldrüse. Das kommt ab 40, glaube ich, kommt das, dass man Probleme mit seiner Bauchspeicheldrüse kriegt. Vielleicht so ein Ramazzotti-Crema. Das geht vielleicht schon eher. By the way, kennt einer Likör 43? Wenn einer das kennt, könntet ihr mir bitte erklären, was das genau ist und warum das vegan und laktosefrei und alles ist? Ist das irgendwas Besonderes? Ich erkläre euch mal später, warum ich das gefragt habe. Das suche ich nämlich schon ganz lange, aber das gibt's hier nicht. Wollte mal wissen, wie das schmeckt. Und bald ist es soweit. Oh. Jetzt bin ich ja immer noch, jetzt bin ich noch schwarz-weiß, ne? Aber ich bin immer noch in diesem Moment, also für mich, dass ihr das genau wisst, für mich ist jetzt gerade Samstagmittag, ja? So, ich habe schon viele Kommentare gelesen und ihr sagt mir, ihr kommt dahin. Also für euch dann jetzt in ein paar Stunden, für mich morgen. Trotzdem denke ich mir, ich glaube, ich sollte mal eine Kopfschmerztablette nehmen, weil wird es wirklich passieren? Wird das wirklich so eine richtige Party? Ich meine, so richtig, so eine Party? Das wäre ja voll cool. Aber ob das passieren wird? Keine Ahnung. Ich werde weiter in diesem nervösen Zustand bleiben und jetzt geht's hier weiter mit dem normalen Video natürlich. Viel Spaß. Oh, das schaut aber hier gut aus. Das schaut aber, oh, jetzt habe ich aber durch Zufall hier gerade, das war jetzt so ein Reflex irgendwie, habe ich aber durch Zufall gerade genau die richtige Serviette ausgewählt, weil hier diese Dings hier, was hier auf diesem Papierchen hier aufgedruckt ist, diese Tabellen oder wie man das nennt, das kommt hier so durch und das passt natürlich gut zu diesem Schwarz-Weiß-Muster von dieser Serviette. Das finde ich jetzt ganz reizend. Und ich muss auch sagen, danke, dass ihr hier seid, denn das hier ist echt langweilig. Wollt ihr das mal wissen? Das ist echt so.
Das kann ich noch gar nicht mal so als meditativen Prozess ansehen. Das ist wirklich langweilig. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man daraus später richtig coole Sachen machen kann. Wenn das Ganze fertig ist, dann gibt es da sicherlich einige Einsatzmöglichkeiten. Und wenn das hier wirklich darauf hält, dann ist das natürlich auch eine sehr effektive Sache, um so Hintergründe für so Journaling-Karten oder Tags oder so zu gestalten. Denn wenn ich das jetzt hier drauf streiche, ist das da gleich drauf. Also ich habe hier auch keine Schweinerei, ja, weil ich habe das Backpapier da drunter und dadurch ergibt sich eigentlich wenig Schweinerei. Das finde ich jetzt mal ziemlich geil. Merkt ihr, ich rede mir das hier gerade schön. Also übrigens, ne, ihr lieben Leute, der Link zu dem Konzert heute Abend befindet sich unten in der Infobox. Da findet ihr auch alle anderen Social Media von Sascha verlinkt, sodass ihr da euch einen Überblick verschaffen könnt oder falls ihr heute Abend keine Zeit habt oder da nicht hinkommen wollt, euch aber das angucken wollt, was der sonst so macht oder dem auf TikTok vielleicht folgen wollt oder so oder auf Instagram, YouTube und so weiter, findet ihr die ganzen Links unten. Was bestimmt auch funktionieren würde anstelle von Backpapier, wäre so eine Silikonmatte, die man irgendwo hat. Oder aber, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, diese Matte hier, die gibt es ja auch in groß. Normalerweise, wenn man das kauft, ist das weiß. So, hier habe ich noch so ein bisschen Restkleber drauf. Und ihr seht, denn wenn da Kleber drauf ist, also ich hatte die gerade da hinten liegen, weil ich was anderes damit gemacht hatte und das ist da drauf getrocknet. Wenn ihr da Kleber drauf habt, lasst den einfach trocknen. Dann könnt ihr entweder mit dem Fingernagel so rübergehen und den ganz einfach abkratzen. Oder was ihr auch machen könnt, ist ein trockenes Tuch. Oder hier habe ich jetzt dieses Ding von der Serviette. Geht ihr da einfach rüber und dann rubbelt sich das von alleine wieder ab. Welche Serviette möchte ich denn mal nehmen? Vielleicht eine, die ich doppelt habe. Ach so. Wisst ihr, was ich gerne ausprobieren würde? Guckt mal hier. Hier habe ich so eine embossete Serviette. Seht ihr das? Das ist so richtig wie mit einem Embossing-Folder gemacht. Und ich möchte mal versuchen, was passiert, ob das Muster da wohl drauf bleibt oder nicht. Also, oder ob sich das platt drückt. Das wäre ja vielleicht mal einen Versuch wert. Ich denke eher, dass sich das platt drücken wird, aber kann man ja mal probieren. Was halten wir davon, wenn wir hier mal erstmal irgendwas drauf sprühen? Aber Moment mal, das wird sich verwischen mit dem Kleber, ne? Aber was ist, wenn wir ein bisschen Acrylfarbe vielleicht nehmen? Nehmen wir heute mal irgendwas, was uns so richtig ähnlich sieht, was wir so richtig, so irgendwie so eine Farbe, die uns so richtig ähnlich sieht, was man so erwarten würde von Luise Heinze. An ihrem Geburtstag. Leute, wo ist denn jetzt mein Dings hier? Ich nehme jetzt deshalb Acrylfarbe, also die Distress Paint, das ist ja eine Acrylfarbe, weil erstens ist diese Oberfläche hier irgendwie voll glatt. Zweitens muss das ja irgendwie wasserresistent da drauf trocknen. Moment mal, wenn ich das da drauf mache. Halleluja. Wenn ich das da drauf mache und mache dann den Kleber da drauf, dann kann der Kleber ja nicht mehr in die Serviette einziehen. Ne? Das ist natürlich etwas problematisch. Das versuchen wir trotzdem. Wir schütteln das erstmal. Ganz ruhig bleiben. Wir schütteln das erstmal. Und das ist auch so eine Sache. Also, was ich jetzt gedacht habe, ist, wenn ich hier was drauf sprühe, was wasserlöslich ist, dann wird mir der Kleber, das, was ich drauf gesprüht habe, ablösen und es wird sich alles verschmieren. Dann werde ich wahrscheinlich dieses schöne Muster da nicht mehr sehen. Nehme ich jetzt Acrylfarbe, da versiegle ich mir eigentlich die Oberfläche. Ich habe aber irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das hier, das ist schon irgendwie so ein bisschen beschichtet. Insofern macht vielleicht dieses bisschen Acrylfarbe auch nicht mehr ganz viel aus. Man sieht das irgendwie nicht so stark, wie ich mir das erhofft hatte. Seht ihr das? Was man auch noch probieren könnte, wäre eventuell so einen Verschmierungseffekt extra herbeizuführen. Pass mal auf. Wenn ich jetzt ein ganz helles Braun oder so nehme, oder vielleicht sogar so eine Farbe wie Frayed Burlap. Mein Plan ist, darüber zu rubbeln, jetzt ganz vorsichtig mit dem Inkpad rüber zu rubbeln. Wie man das bei einem Embossing-Folder, also wenn man bei einem Papier mit
Oh, Luise, bei einem Papier, was man mit einem Embossing-Folder embossed hat, da könnte man das ja auch machen, ne? Also wenn man das hier gerade durch seine Embossing-Maschine gejagt hätte, dann könnte man das genauso machen. Man nimmt sich das Inkpad oder Oxide in dem Fall. Und dann geht man vorsichtig darüber und dadurch kommen die erhabenen Stellen zum Vorschein. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Tinte natürlich wasserlöslich ist. Insofern erwarte ich jetzt, dass das verschmiert, wenn ich da mit dem Kleber drauf gehe. Und jetzt mache ich das mal so. Für den Fall, dass ich nochmal so eine Serviette haben sollte. Also ich habe auch noch ein paar von denen, glaube ich. Wenn ich das mal so mache, dass ich... auf dieser Seite ist jetzt kein Oxide Ink und da aber schon. Dann können wir das vergleichen, wie das später dann aussieht. Seht ihr, das verschmiert und es oxidiert natürlich auch. Das ist natürlich auch logisch. Aber es verschmiert ehrlich gesagt nicht so doll, wie ich es erwartet hatte. Aha, interessant. Also ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Und es scheint sich auch tatsächlich durchzusaugen. Also ich glaube, die Acrylfarbe ist jetzt so dünn, dass sich das wirklich aufsaugt. Weil ich hatte ja, wie gesagt, erst Bedenken, dass das nicht genug saugt. Das wäre natürlich ein bisschen kacki. Aber man sieht das Muster noch. Und selbst wenn sich das später platt gedrückt hat durch den Kleber oder so, oder durchs Rüberpinseln jetzt, finde ich das gar nicht mal so schlimm, weil das Muster sieht man trotzdem noch. Ob man es noch spürt, ist natürlich die andere Frage, aber das werden wir dann sehen. Das versuche ich jetzt hier möglichst glatt auszubreiten. Und dann gucken wir mal, ob wir das später da gescheit wieder runterkriegen. Ich bin schon gespannt. So, ich habe mal das hier nochmal wieder zurückgeholt. Das war das erste, was wir gemacht hatten. Und wenn ich das so betrachte, also das ist überhaupt noch gar nicht trocken, ne? Das ist noch voll klebrig. So schnell geht das natürlich auch nicht. Das war jetzt hier so nahezu live, was ihr jetzt hier gesehen habt. Also ich habe jetzt auf meiner Kamera ungefähr 40 Minuten Videozeit stehen. Mit Schnitt ist das wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, das geht natürlich nicht so schnell. Ich würde das auf jeden Fall über Nacht durchtrocknen lassen, ganz klar. Aber was ich euch hier zeigen möchte, ist, wie ich das bei den anderen Servietten mit dem Glitzer gemacht habe. Und ich möchte auch noch was anderes probieren. Ich habe hier schon Kaffee stehen, weil... Also ganz ehrlich, ne? Ich beabsichtige nicht, ein Projekt in nächster Zeit zu machen, was so kräftige Farben hat. Ich finde diese Blumen hier drauf wunderschön, diese Serviette ist wunderschön, aber ich möchte das gleich so machen für meinen Vorrat, dass mir das Sinn bringt und dass ich das, dass ich auch Motivation habe, das zu verwenden und dass ich vor allen Dingen auch einen Anlass habe, das zu verwenden. Versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte euch das zeigen, wie ich das mit dem Glitzer gemacht habe auf den anderen. Ich habe hier diese Glitter-Duster. Die sind von Stampers Anonymous und das kann man hier so hoch machen und dann kann man das da so drauf sprühen. Normalerweise tut man sich das in so eine Kiste rein, ja, dass eigentlich alles hier irgendwo hinfliegt. Ich mache das jetzt hier so in der Hoffnung, dass ich hier nicht so einen Glitzertisch habe, aber andererseits ist das auch nicht so schlimm, weil es ja hier meine Geburtstagsparty. Aber es fliegt auch gar nicht so weit. Und dann drückt man da so drauf. Könnt ihr das sehen, wie das da rauskommt? Ich glaube, ihr seht das gar nicht, ne? Das fliegt dann da so raus. Ja, doch, das sieht man aber. Und das könnt ihr jetzt dann, ich mach's mal so, ich glaube, dann könnt ihr das besser sehen, so bestimmen, wie viel dann da auf die Serviette drauf fliegen soll natürlich. Ich möchte jetzt hier eine relativ dünne Kaffeemischung haben. Jetzt frage ich mich auch gerade, ist das eigentlich schlau, was ich hier mache? Das mit dem Glitzer habe ich zwar damals so gemacht und natürlich bleibt der da dran kleben, wenn ich den Kleber da jetzt drauf habe und den Glitzer drauf mache, dann bleibt das natürlich da dran kleben. Aber wenn ich jetzt den Kaffee da drauf mache, dann kommt mein Glitzer in meinen Kaffee. Das ist irgendwie gar nicht so geil. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das da drauf bleibt. Deswegen mache ich mir hier ein bisschen Kleber in den Kaffee rein, damit diese oberste Schicht da nicht nur Kaffee ist. Ich fürchte auch, Luise, also ich weiß ja nicht, was heute mit mir los ist, ich weiß es nicht. Das liegt an euch, wahrscheinlich. Ich muss irgendjemandem die Schuld geben. Sagt mir, schreibt mir jetzt bitte nicht, es ist bestimmt das Alter. So, schreibt mir das bitte nicht, okay? Das kann ja nicht gehen. Das ist schon so weit angetrocknet, dass es ja schon fast resistent ist gegen Feuchtigkeit. Also das heißt, wie soll es denn bitte schön da rein ziehen und sich damit verbinden. Das kann ja nicht gehen. Das ist jetzt ja so, wie wenn ich versuchen würde, Kaffee auf so eine plastikartige Oberfläche zu streichen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich trotzdem.
Und es wird wahrscheinlich auch völlig unmöglich sein, das Überschüssige, so wie man es jetzt bei einer Karte oder so machen würde, da abzuheben, oder? Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt gucken wir mal, ob das da dran kleben bleibt. Rausgehen. Oh ja, guck mal, dann kriegt man nämlich auch so Ränder. Seht ihr das? Jetzt ist das da viel heller. Das gefällt mir natürlich ganz gut. Und selbst wenn hier was kleben bleibt, soll es doch kleben bleiben. Schaut ja vielleicht cool aus. Oh mein Gott, das ist aber sehr geil. Oh. Das ist aber da sehr cool. Und was ich euch auch sagen kann, ist, ich meine, ich habe die Glitzerkörnchen jetzt logischerweise nicht gezählt, ne? Aber wenn ich hier so gegen das Licht gucke, dann ist da noch genauso viel Glitzer drauf, wie ich vorher drauf gemacht habe. Da ist nicht, wer weiß, wie viel runtergekommen. Das hat ebenso ausgesehen, als wenn der voll da runter und in meinen Kaffee gegangen wäre. Da sehe ich auch so ein paar Stückchen, aber das meiste ist hier drauf. Das ist richtig geil. Heißer Tipp vom Serviettenaufklebeprofi, also mir, wenn ihr irgendwo eine Hitzequelle habt, also wie beispielsweise eine Heizung oder so, nehmt euch einen Wäscheständer und hängt euch die Papiere, nachdem ihr sichergestellt habt, dass die nicht mehr tropfen vom Kleber, auf den Wäscheständer und stellt das dann vor die Heizung. Dann ist das innerhalb kürzester Zeit trocken. Und wie ihr seht, könnt ihr das dann völlig problemlos hier runterziehen. Stabil. Diese Seite glänzt leicht. Und die Seite, wo es auf dem Backpapier war, die ist komplett matt. Ist jetzt bei den Noten hier ein bisschen dumm, weil hier sieht man natürlich, also wenn man die matte Seite verwenden will, meine ich, weil hier sieht man natürlich jetzt, dass das spiegelverkehrt ist. Das wird mich jetzt total nerven. Aber wenn einen das nicht stört, dann kann man natürlich auch die matte Seite verwenden. Und bei Motiven wie Blumen oder so, oder wo es jetzt nicht drauf ankommt, wo keine Schrift oder Noten oder irgendwie sowas ist, ist das ja nicht so schlimm. Kann man hier die andere Seite verwenden. Das, oh, das hier geht nicht nur viel leichter ab als vom Backpapier, das war nahezu zu erwarten, sondern heiliger Strohsack. Guckt euch das mal an. Seht ihr diesen Rand hier? Das löst mir jetzt die Farbe, die hier vorher drauf war, also sprich Tintenreste und so Zeug, ab und es kommt hier drauf. Und, also seht ihr, das ist ja viel intensiver, oder? Und vor allen Dingen ist es hier jetzt irgendwie sauber. Also mit sauber meine ich, man sieht den Rand, also es muss irgendwas runtergekommen sein. Und was man hier auch sieht ist, wartet mal, ich ziehe das mal ab. Oh mein Gott, die Rückseite schaut ja mega geil aus. Alter Verwalter. Guckt euch das an und vor allen Dingen, ne, das ist durchsichtig. Warum? Ha, die Serviette, Moment mal, die Serviette, die war ja vorher, krass, also ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Die Serviette, die war ja vorher nicht durchsichtig. Und jetzt guckt mal, sie hat die in meiner Hand. Und wie krass sieht das bitte aus? Und was ich eigentlich sagen wollte ist, es fühlt sich jetzt an wie die Oberfläche hiervon, denn das Muster von der Matte, seht ihr diese kleinen Pünktchen da? Die haben sich jetzt in dem Kleber verewigt sozusagen. Wie geil. Was für eine hammergeile Struktur ist das bitte? Und das ist nicht klebrig oder gar nichts. Das ist ja. Also die Rückseite gefällt mir viel besser als die Vorderseite. Hier ist es glatt. Das Emboste von dieser Serviette spürt man nicht mehr. Die Farbe sieht man super. Auf der Rückseite wohlgemerkt. Das kann ich euch nicht erklären, warum das so ist. Und von dieser Seite schaut das auch wunderschön aus, aber halt so halt. Seht ihr? Nicht so grungy. Aber, was ich mir jetzt gerade denke, wenn man da draus zum Beispiel so einen kleinen Coin-Envelope oder sowas machen wollen würde, oder zwei kann man ja machen, ne, so. Ist das so? Und dann kann man das hier abschneiden. Vielleicht kann man das nähen. Das sollte man mal ausprobieren. Dann kann man das runterklappen und dann ist das von innen und außen schön. So, hier ist Schwarz-Weiß Luise in Farbe. Hier ist mein vergessener Glückskeks. Und das kann ich natürlich nicht in Schwarz-Weiß machen, weil wie schaut denn das aus? Weil dann würdet ihr ja gar nicht das hier sehen. Denn ich möchte euch das gerne hier als Freebie geben. Diese Rückseite hier. Als kleine Überraschung. Ich hatte euch ja versprochen, dass in meinem Februar-Videos Überraschungen versteckt sein werden. Und durch meine ganze Konfusität hier habe ich das komplett vergessen, als ich den Rest vom Video aufgenommen habe, hier einzufügen. Ich habe mir gedacht, das wäre doch die perfekte Seite, um sie sich ausdrucken und in ein Journal machen zu können, oder? Deswegen habe ich euch das hier gemacht als Freebie. Das findet ihr auf meiner Homepage. Der Link ist unten in der Infobox.
Kleiner Hinweis, die Freebies sind unterteilt in verschiedene Kategorien und ich verlinke euch natürlich das so, dass ihr da auf dieses kommt. Aber ihr könnt euch natürlich auch gerne die anderen Kategorien auf meiner Homepage angucken. Da gibt es zum Beispiel die Defamaremba Freebies natürlich noch und auch zum Beispiel von den digitalen 5-Teile-Tauschen, die wir mal gemacht hatten mit Rhonda und Barbara. Da sind auch noch welche solche Freebies vorhanden. Die sind aber in den anderen Kategorien, sodass das übersichtlicher ist. Ja, aber wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr direkt auf das. Aber vielleicht mögt ihr euch noch die anderen zu Gemüte führen. Vielleicht seid ihr auch neu und wart noch nie auf meiner Freebie-Seite. Ihr dürft euch natürlich selbstverständlich da alles runterladen, was da noch zur Verfügung steht. Ich möchte jetzt hier zur Feier des Tages diesen Glückskeks aufmachen. Bringt das eigentlich Unglück, weil heute ist Samstag. Ich nehme das hier ja schon auf am Samstag. Obwohl ihr das erst am Sonntag seht. Ich tue das mal weg, nicht, dass ich mir hier auf mein Freebie draufgrösle. Falls ihr also nicht wisst, warum ich das hier tue, wartet mal heute Abend ab, wenn wir uns da beim Konzert vielleicht sehen. Dann werdet ihr das verstehen. Vielleicht habt ihr das auch schon verstanden, weil ihr gestern schon ein bisschen Musik gehört habt. Die sind aber hell, ey. Mal, wie hell die sind. Was blüht uns denn? Ich glaube, ich muss hier mal so ein Stück nehmen. Die schmecken ja im Regelfall immer ein bisschen eigenartig. Wisst ihr? Also ganz ehrlich, ne? Wenn man es jetzt mal so objektiv betrachtet, ne? Das wird hier irgendwo hergestellt. Die schreiben da so einen Spruch drauf und dann macht man das auf. Geht euch das auch immer so? Dass ihr dann denkt so, ja, ist jetzt hier mein Spruch? Wie kann sowas immer sein? Ist das jetzt irgendwie, also ja, ist ein bisschen Aberglaube vielleicht auch. Wenn das, was hier steht, ihr Einfühlungsvermögen bezaubert, tatsächlich so ist, wäre das größte Geschenk, was man mir machen könnte. Denke ich. In diesem Moment. Ich glaube, ich muss den Rest auch noch essen. Ein Masterpiece. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und guck mal bitte, wie sauber diese Matte ist. Insbesondere hier, seht ihr, das ist komplett, fast komplett weg. Gute Möglichkeit, diese Matte zu reinigen. Wundervoll. Und die könnt ihr natürlich auch über eine Heizung oder sowas hängen, weil die verträgt Hitze. Da passiert überhaupt nichts mit. Überhaupt kein Problem. Und hier denke ich mir jetzt, auf der Rückseite, ja, das ist genauso, wie ich es erhofft hatte, auf der Rückseite hat das Backpapier natürlich nicht gehaftet, weil der Kleber ist jetzt nicht durch dieses dickere Papier da gegangen. Und dementsprechend müsste es möglich sein, da ich das hier durchsehen kann, dass ich das ganz akkurat abschneiden kann und dann geht das Backpapier hinten ab, sodass ich dann nur die Serviette auf der Karte habe. Es sollte sicherlich auch möglich sein, das mit einer Schneidemaschine zu schneiden, aber ihr seht, ich habe jetzt hier ziemlich viel auf dem Tisch umeinander liegen. Deswegen wollte ich jetzt nicht hier auch noch meine Schneidemaschine hinstellen. Sollte aber auch kein Problem sein. Ich wüsste keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Und man kann sogar, guckt mal, man kann sogar, ich hatte das ja, und das lasse ich mir, glaube ich, so, ich hatte das ja hier ein bisschen entfernt voneinander getan, also hier ist ungefähr so ein Zentimeter oder nicht ganz dazwischen. Hier klebt es natürlich jetzt aufeinander und durch das Backpapier ist das total reißfest, also ohne das wäre es auch reißfest, aber mit dem Backpapier wäre es noch reißfester. Und, guck mal, jetzt kann ich das so machen, dass ich mir hier so ein kleines Notepad gleichzeitig draus mache. Pass mal auf, ich mache mal so. Ich nehme gerade hier, weil das zieht sich natürlich jetzt hier ab. Ne? Das ist logisch. Da zieht sich das Backpapier logischerweise von der Serviette ab in diesem Schlitz. Aber wenn ich das jetzt doch so mache und hier und hier drüber nähe, dann ist das ganz stabil und dann kann ich das später über so eine Junk Journal Seite so drüber hängen und dann habe ich auf der einen Seite und mit einer Büroklammer oder so befestigen, habe ich hier so ein kleines Note-Ding und hier auch nochmal. Voll geil. Haha. Das finde ich mega cool. Seht ihr, jetzt habe ich einfach
Also ich zeige euch das von hier, obwohl ich von der anderen Seite genäht habe, aber hier kann man das besser sehen. Hier und da drüber genäht, einfach kurz bevor diese beiden Karten zu Ende sind. Und dieser Schlitz, der ist jetzt echt, das ist mega stabil. Und dann kann man das einfach so nehmen und das irgendwo so drüber hängen. Kann man hier noch so einen kleinen Schmetterling oder was auch immer als Fokuspunkt draufkleben und dann hat man da so ein cooles Notepad. Das finde ich ja mega geil. Also das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Da ich jetzt gerade festgestellt habe, dass man da durchnähen kann, weil ich war mir erst nicht so sicher, ob das wirklich geht, und das hatte ich vorher auch noch nicht ausprobiert, ist natürlich eine weitere Möglichkeit, um die Karte drumherum zu nähen und dann auszuschneiden, sodass man dann dieses coole, squishy Ding hier hinten so drauf hat und das ist nicht festgeklebt und dadurch macht das halt so ein Geräusch. Das mache ich mal kurz. Jetzt habe ich hier immer so drumherum genäht und beim Nähen habe ich gedacht, zum einen, was halten wir davon? Jetzt muss ich doch gerade meine Schneidemaschine mal holen. Es ist ein bisschen kurz. Da muss ich da ein bisschen absäbeln. Das ist hier ein bisschen sehr schief. Das kommt aber jetzt nur, weil ich das nicht geplant habe. Aber wenn ihr das planen wollt, dann nehmt euch einfach zwei gleich große Karten und richtet euch das aus. Das könnt ihr euch ja auch ein bisschen anzeichnen, wo ihr das dann hinlegt, sodass die dann quasi auf einer Linie liegen und gleich groß sind. Und wenn ihr dann darum rumgenäht habt, dann habt ihr hier den Rücken für euer Mini-Journal und dann könnt ihr das einfach so nehmen und da Seiten reinnähen und dann habt ihr so ein kleines Mini-Journal. Wenn ich das jetzt als Journal-Cover verwenden würde, dann würde ich auf jeden Fall aber hier innen noch irgendwas zur Verstärkung reinmachen. Irgendwie vielleicht so einen kleinen Streifen Stoff oder so. Oder außen drauf könnte man das ja auch machen, sodass das hier nicht nur Backpapier ist. Das wäre mir selbst für so ein Mini-Journal irgendwie zu flutterig, wenn ich hier jetzt die Seiten reinnähen würde. Das würde mir jetzt von der Stabilität her nicht so gut gefallen. Aber das ist ja wohl mal hammergeil und das ist voll schnell gemacht. So. Außerdem, diese Streifen, die man hier übrig hat, von, ne, was ich jetzt da abgeschnitten habe, die kann man sich natürlich auch so zurechtschneiden. Und da hat man ein wunderschönes Washi-Tape-ähnliches Gebilde, was natürlich auf der Rückseite nicht von alleine klebt, ist klar, muss man dann einen Kleber drauf machen. Aber das kann man dann irgendwo so als Fake-Klebeband irgendwo hinkleben. Dieser Abtönungseffekt, ne, also das so ein bisschen so Vintage irgendwie zu machen, finde ich, der hat ganz gut funktioniert. Welche Seite finde ich schöner? Weil ich möchte nämlich einmal versuchen, tatsächlich das zu nähen, ohne dass irgendwas da drunter ist. Weil ich möchte mal wissen, ob man daraus irgendwie so eine Tasche oder sowas machen kann. Das ist ja cool. Es war ein bisschen grückelig. Hier oben, seht ihr das? Das ist stabil, aber die Nähmaschine hat da so ein bisschen so eine etwas seltsame Linie gemacht. Das finde ich jetzt aber gar nicht so, ich finde es gar nicht so schlimm. Das passiert mir manchmal bei Papier, um ehrlich zu sein, auch. Was auch vielleicht ganz cool wäre, wenn man da mal versuchen würde, eine Buchseite oder sowas reinzustecken, um zu sehen, wie stark das durchscheint. Seht ihr das? Das sieht man so richtig schön dadurch. Das finde ich richtig toll. Und was mir dann gerade auch noch einfällt, zu diesen kleinen Dingern hier. Wo ist denn jetzt bitte schön dieses erste, was ich hatte? Das hat nämlich so eine richtig gute Größe. Mir fällt gerade ein, man könnte, wenn man das jetzt so nimmt, da sogar hier irgendwie so ein Ding dran machen. Dann schaut das so aus. So, wie muss man das jetzt hier machen? Ich habe hier solche Dinger, die habe ich mir neulich mal neu gekauft. Wie geht jetzt der? Das muss da unten dran und dieses Ding, das muss hier dran. Und dann macht man das hier so dran. Das ist dann so ein Klettverschluss. Jetzt bin ich gespannt, ob das da ohne zusätzlichen Kleber drauf hält. Ich habe die Dinger noch nie benutzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die gekauft habe, wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert einwandfrei. Das klebt wie Öle. Sehr geil. Eine ganz bescheidene Frage. Kann man das embossen? Mit einem Embossing-Folder? Kann ich das embossen? Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich schon. Ich habe das hier so gemacht, also das funktioniert einwandfrei. Ich habe das gefaltet. Das war ja vorher noch so lang. Dann habe ich das gefaltet
und habe das einfach so reingesteckt in meinen Embossing-Folder, so doppelt. Und es war null Problem, sowas von null Problem, nach dem Embossen das einfach vorsichtig wieder auseinanderzuziehen. Und dann habt ihr sogar die Möglichkeit, das dann später so groß zu verwenden, weil das Muster ist ja dann hier überall. Hier bin ich mal ganz mutig gewesen und da bin ich ganz glücklich drüber, weil das ist mega geil. Ich habe die Serviette einfach wieder zusammengefaltet und habe es dann komplett so durchgefahren. Das ist natürlich jetzt so, dass hier nichts ist. Das kann ich einfach abschneiden und das, den Rest dann für was anderes verwenden. Und entweder nimmt man das jetzt und näht da so, wie es ist, drumrum und hofft, dass das so zusammenbleibt, weil das fühlt sich nämlich richtig schön an. Also das sind jetzt natürlich vier Lagen davon. Was ich daran aber interessant finde, ist, dass man die Noten von dem anderen, was da drunter ist, noch dadurch sieht. Und wenn ich das gegens Licht halte, das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ich das gegens Licht halte, dann schaut das richtig geil aus. Kann ich vielleicht, Moment mal, kann ich vielleicht mit meiner Taschenlampe und meinem anderen Handy da durchleuchten, dass ihr das seht? Ja, ich glaube, das geht, oder? Guckt mal. Das schaut jetzt natürlich jetzt nur so punktuell, aber so ungefähr sieht man das, wenn man das gegens Licht hält. Das finde ich sehr interessant. Und das, was ich noch als letztes versuchen möchte, ist recht naheliegend. Und zwar Gilding Wax hier drauf zu machen. Denn das sollte da drauf ohne Probleme halten. Ich verwende hier den von Craft Emotions. Dieses heißt Wax Paste Metallic. Ihr lieben Leute, ich glaube, das waren meine Erkenntnisse. Das ist aber auch schon irgendwie, also ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, weil am Anfang habe ich gesagt, und das habe ich wirklich so empfunden, das habe ich nicht aus Spaß gesagt, dass mir das ein bisschen langweilig erschien, das da drauf zu streichen. Vielleicht sollte man sich dabei einfach irgendwie so eine Serie anmachen und das tun, weil, wenn man sich überlegt, was man alles da rauskriegen kann, finde ich das schon irgendwie ziemlich cool, weil, guck mal, was wir jetzt alles hier haben. Das schaut jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär aus, aber stellt euch vor, und das ist das, was ich am Freitag auch schon in meinem Video, glaube ich, also ich hoffe, dass ich das gesagt habe. Das sind jetzt alles Sachen, die wir aus den gleichen Materialien gemacht haben. Und natürlich sind die Muster der Servietten unterschiedlich, aber guckt euch mal an, wie gut das zusammenpasst. Trotz, dass diese Serviette so anders ist, und wenn ich jetzt noch dieses absolute Masterpiece dazu nehme, ich finde sogar, dass das passt auch hierzu, obwohl das rosa ist und das so kräftig. Das schaut jetzt in der Kamera nochmal gar nicht so rosa aus, wie es in echt aussieht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Rückseite hiervon mega gut dazu passt. Das schaut ein bisschen so aus, finde ich, als hätte man so eine Session of the Jelly Plate hinter sich. Ja, das hier erinnert mich sehr daran. Und auch diese Blumen, dadurch, dass sie so ein bisschen verschwommen aussehen, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Jelly Printing und auch dieses embosste Muster, also und ach, dieses Muster von der Serviette, alles eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr diese Assoziation vielleicht auch? Ich hoffe es. Und dadurch passt das alles zusammen. Dadurch, dass wir das mit der gleichen Technik gemacht haben, und jetzt haben wir diese Teile, das schmeißt man sich jetzt in einen Karton und wenn man das nächste Mal ein Journal macht, dann hat man was, was zusammenpasst, wo aber trotzdem jedes einzelne Teil irgendwie was Besonderes und was anderes hat. Und ja, dann ist das gut und dann kann man sich freuen. Ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns gleich um 18 Uhr. Ihr wisst wo. Falls ihr noch Informationen bzw. den Link braucht, der befindet sich unten in der Infobox. Ich freue mich schon auf euch und auf einen Abend mit guter Musik. Ich bin richtig aufgeregt. Ich glaube, ich muss mir so ein paar Stückchen Kaffee nehmen. Ein kleiner Insider übrigens noch zwischendurch. Und diese Tasse hier, die habe ich schon öfters mal in meinen Videos gehabt. Habt ihr die jemals von der Seite gesehen? Ich glaube nicht. Hier steht drauf, die beste Zeit ist jetzt. Und hier sind so Ginkgo-Blätter. Und wenn ihr euch mal das Lied Ich vergesse dich nicht von Sascha anhört, das befindet sich mit einem dazugehörigen Musikvideo auf seinem YouTube-Kanal, dann achtet mal drauf, wenn die Frau im roten Kleid
bei sich wieder zu Hause in der Wohnung ist, zur Fensterbank geht und dort eine Tasse hochhebt. Schaut euch die Tasse bitte an in dem Video und achtet drauf, wie die aussieht und was da drauf steht. Und denkt dann daran, dass ich diese Tasse, diese hier, also ihr könnt euch schon denken, es ist die gleiche, ja, also diese ist ein Thermobecher und die Tasse aus dem Video, das ist so eine Porzellantasse mit so einem Griff, aber das hier ist ganz das gleiche. Dann denkt kurz daran, dass ich diese Tasse schon vor Jahren gekauft habe, bevor ich überhaupt irgendwas davon wusste und bevor ich überhaupt irgendwas von diesem Video wusste. Ich habe das gesehen in dem Video und habe mir gedacht, hä, what the fuck? Entschuldigt bitte. Die Tasse kennst du doch, renn zum Schrank und dann denke ich mir so, hä, das ist ja meine Tasse. Voll der lustige Zufall. Vielleicht möchtet ihr das euch noch zur Zeitüberbrückung anschauen. Dann versteht ihr wahrscheinlich auch, warum der Sascha später sagen wird, oder euch fragen wird, ob ihr ein rotes Kleid und eine schwarze Strumpfhose anhabt. Also, ne, das ist so ein bisschen so ein kleiner Insider, so eine kleine Tradition, dass man das anzieht, weil die Frau in dem Video von Ich vergesse dich nicht, die hat auch ein rotes Kleid und eine schwarze Strumpfhose an. Das ist so ein bisschen so eine Tradition. Also, wenn er fragt, ne, so unter uns gesprochen, wenn er sich dieses Video anguckt, dann guckt das vielleicht nicht ganz bis zum Schluss. Wenn er, deswegen sage ich das jetzt. Wenn der fragt, ne, ob ihr also wer ein rotes Kleid und eine schwarze Strumpfhose anhat, dann sagt ihr ja. Egal, ob ihr nackig seid oder in Jogginghose oder in schwarz-grün, sagt einfach ja, habe ich an, okay? Bis später, ihr Lieben. Ich freue mich schon auf euch. Tschüssikowski.